Wenn ein Jude und ein Nazi beste Freunde sind. Selbstverständlich, nach ihm. Nach ihm. Nach ihm. Nein, nach ihnen. Jetzt will. Kann das zu Problemen führen. Wir suchen ein Bild. Warum kommen Sie nicht zu mir in die Galerie? Wo ist es? Ich weiß nicht, wo dieses Bild ist! Bringen Sie nach Berlin. Die haben dort ihre Feuermethoden. Komm her! Ach, lieber Gott, warum hast du ihn nicht verretten lassen? Wenn der Jude in die Uniform des Nazis schlüpft, kann das unter Umständen die Probleme lösen. Was soll das? Was wird das jetzt? Kameraden! Tolle Leistung, aus der Kiste noch rauszukommen, hab schon vor. Der Hauptstammführer bin ich. Siehst du, Jude? Du überlässt deine Männer nicht im Stich. Er ist nicht ich. Es gibt Schwierigkeiten. Beide behaupten, Hauptstammführer Sminkel zu sein. Du sei vernünftig. Es gibt tausend Kleinigkeiten, du wirst dich verraten. Alter, ich weiß jetzt, warum Sie niemanden zu dem Gefangenen lassen. Sie sind ein Judenfreund. Das war vor dem Krieg. Weiß ich doch. Geheime Reichssache! Michelangelo! Moritz bleibt treu. Es gab Kaffee, frische Brötchen, geräucherte Entenbrust. Jörg Friedrich. Ich glaube, ich kann so langsam verstehen, warum du so glücklich bist in dieser schönen Uniform. Ursula Strauß. Auch wenn du nur ein kleiner Furz bist in diesem Riesenwahnsinn. Vielleicht bin ich ein Furz, aber ich bin ein Siegerfurz. Lena. Bitte. Sie dürfen Ihren Verlobten jetzt begrüßen.